Nee, nee. Nee, nee, meine Guten. Wir gehen zur Weltkarte. Und gehen nach Nether. Und auch wenn wahrscheinlich einige jetzt sagen, jo, du kannst doch das ganze Heilenzeug hier weglassen. Das gehört irgendwie dazu, finde ich. Ich finde, das. Ich könnte es jetzt, wäre kein Problem, das rauszuschneiden, aber. Gehört das nicht dazu? Das gehört auch wohl dazu. Such dir ein Bett, ich werde Ja. zufrieden sein. Okay, dann übernachten wir. Sehr gute Wahl. Na klar, immer gute Wahl. Wir sollten aber mal kaufen. Noch was? Gute Heiltränke. Hast du zufällig einen guten Heil? Das ist nur ein Schwachen. Nicht schön. Pass auf dich auf, Dummkopf. Dummkopf. Pass auf dich auf, dann. Wo gab's denn sowas? Troll? Ich glaube, ein Troll, oder? Merkt man sich immer nicht. So, ich brauche einen guten Heil. Oh, ihr habt ja auch keinen guten Heiltrank. Ist ja blöd. Dann kaufen wir zum. Ne, so einen Heiltrank brauchen wir nicht zu kaufen. Hi! Was du? Du willst gar nicht mit mir reden. Ja, dann gehe ich einfach zur, was weiß ich, nach Mengbela. Ich brauche noch ein paar gute Halt. Tränke von dir. Ja. Und du hast genug, wie es aussieht. Dann wir nehmen, naja, so viel nun auch nicht. Wir nehmen mal 5. Und wir können gleich, glaube noch was verkaufen. Wir verkaufen dir ein Beil und einen Kurzbogen und ein Messerchen. Eine Sichel. Und wir verkaufen. Wir sind immer noch. Wir sind immer noch überladen. Warum eigentlich? Mir fällt es immer noch nicht auf, warum wir überladen sind. Und nur ein paar Tränke. So. 4, 5 Stück. Ach, wir könnten noch aber Zaubertränke, oder? Zum Beispiel. Was weiß ich. Ah, nehme ich. Okay. So, bin ich schon wieder vollkommen ausgeblutet. Bis später. Sagt eigentlich der da hinten noch was? Was gibt es? Ihr habt den Falschen beschuldigt. Der Tischler hat nichts getan. Ah ja? Wie ich gehört habe, ist er aus Mengbila geflüchtet. Spricht das etwa für seine Unschuld? Und jetzt entschuldigt mich. Bis später. Ja. Naja. Naja. Wo war denn der? Was ist denn mit euch beiden hier, Turteltäubchen? Was gibt es? Auf bald. Was können die Kurtisanen für euch tun? Raja mit euch. Nichts anscheinend. Anscheinend nichts. Sag mal, war das in Benny Villa? Ach ja, das war das. Im Haus war ja nichts mehr. Ah, ich weiß nicht mehr, wo der war. Ich weiß, der hat irgendwo da unten gesessen. Aber wo war das? Aldenia? Osara? Dujar? Der Meuchler hat irgendwo da unten gesessen. Die besten Waffen und Rüstungen findet ihr bei mir. Ach, das habe ich vergessen. Jagdbolzen? Nee, noch nix. Schließen aus. Verdammt. Habe ich echt vergessen. Aldenia? Osara? Ah, Osara. Ah, ihr seid es. Vielleicht könnt ihr uns etwas über die Kunst des Tötens beibringen. Ihr habt Interesse an einer Kostprobe? Ach so, ich habe noch kaum. Entschuldigung.
Was brauche ich denn da? Aufmerksamkeit. Aha, Gegner leiden einen Malus auf Passierschläge, wenn der Held sich an ihnen vorbeischleicht. Nicht so schlecht. Ja, halt ein Bonus auf Initiative. Aha. Beidhändiger Kampf. Ja, ja, da muss er beide geschult werden. Ja, ja, ich brauche euch. Beidhändiger Kampf, nee. Zauberer braucht man nicht, Takati kann nicht. Schade. Nee. Können wir noch nicht. Also, merkt euch mal Osara. Ich schreibe es mal auf, hab's aber wahrscheinlich... Weiß ich dann nicht mehr, wo es steht. Osara Meuchler. Okay. Wieder raus. Und weiter geht's, ne? So. Rüsten wir uns mal kurz aus. Mit, was haben wir hier? Parade Attacke, können wir. Ist in Ordnung. Guter Heiltrank. Den haben wir ja wieder gekauft. So, weiter geht's. Entschuldigung. Aurelia ist perfekt. Ach nee, die ist nicht perfekt. Die hat gar keine Pfeile. Zack. So. Wir bräuchten trotzdem noch Pfeile, ne? Aber das mache ich auf alle Fälle das nächste Mal offline. Bevor ich die nächste Session starte oder den nächsten Kampf... werde ich mal ein bisschen nach Pfeilen Ausschau halten. Obwohl, wir haben nicht mehr die Welt an Dukaden, ne? Muss man dazu sagen. So, du brauchst allerhand. Hier. So, du nimmst... So, der hat ja alles verbraucht. Ja, dann nimmst du mal so ein großes Gift. Nimmst so ein kleines noch dazu. Obwohl, das ist gar nicht so klein. Nimm das. Und nimm noch einen guten Heiltrank, bitte. So, Naurim braucht auch einen guten. Dann ist er im Grunde in Ordnung. Du brauchst einen Zaubertrank. Ach, den braucht ja meine Kleine auch noch, ne? Zaubertrank. Ja, der mit seinen zweier Gürtel da, der macht mich ja... Da schaue ich auch noch offline. Blöd. Achso, halt. TKT ist in Ordnung. Du... Nee, das ist ja völliger Quatsch, was ich wieder mache. Hier, bitte. Blöden Holzwürmer. Blöde Holzwürmer. So, auf. Auf. Nach... zu Urias Landsitz. Zack. So. Gehen wir mal in den Park. Gehen wir ein bisschen spazieren, ne? Da vorne ist Luciano. Wenn wir zum Baum wollen, müssen wir an ihm vorbei. Was macht er da? Was er am liebsten macht. Er hält Gericht. Und ein ganzes Rudel dieser Höllenhunde passt auf ihn auf. Vielleicht findet sich ein Weg, sie von ihm wegzulocken. Ach so. Das war ja nicht sehr erfolgreich. Wir gehen mal hier zum Hundezwinger. Was immer uns das auch bringt. Wahrscheinlich nur einen unnötigen Kampf. Was müssen wir denn überhaupt machen? Müssen wir die in die Zwinger reinbringen oder was? Jawohl. Obwohl. Da drin können wir nicht so schlecht kämpfen. Ne. So schlecht kämpfen wir da drin gar nicht. Ich stelle meinen Zwergen hier hin. Und mach den Zwinger auf. Wahrscheinlich ist es ja so, dass ich rein... Vielleicht muss ich den in den Hundezwinger rein, muss dann zumachen, dann kommen sie dann immer raus. Wäre die Idee. So. Du stellst dich hier bereit.
Und ihr könnt ja eigentlich schon loslegen. Zack. Du kannst auch schon ein bisschen. Nee, kannst nicht. Warum? Stehst du ein bisschen ungünstig? Und stell dich mal ein bisschen. Nee. Hast du keine Pfeile? Bin ich so doof gewesen? Tatsächlich. Das war Doofheit. Das war Doofheit hoch 3. Hm. Was macht man bei Doofheit hoch 3? Weiß ich noch nicht so recht. Das war dumm! So, da kommt er an. Gewetzt. Die mit. Die Frage ist jetzt, gehen wir jetzt da rein? Ging er eigentlich, ne? Ich müsste dann hier hin mit meinem Zwerg mich stellen, aber dann kommen sie an mir vorbei. Wie es aussieht. Also müsste der Zwerg doch hier stehen bleiben, oder hätte trotzdem 1, 2, 3 gegen sich. Naja, was soll's. So, du stellst dich mal hier hin. Harrst der Dinge, die da kommen. Und du stellst dich mal hier hin. Und harrst der Dinge, die da kommen. Dann schauen wir mal, was passiert. Du müsstest eigentlich auch harren. Ja, und jetzt kommt's drauf an, ne? Wir geben mal... Den werden wir mal verzaubern. Hätte ja auch klappen können. Ach, der... beißt durch den Zaun durch. Hm. Der will hier runter. Die sind, glaube ich, gegen Magie richtig immun. Ja, trotzdem geht. Geht. So, du wen? Wen? Den erstmal. Oh, viel kann er nicht, unser Zwerg. Aber er haut nicht so schlecht zu. Zumindest das. So, ich stelle mich mal hier hin. Versuche den niederzuwerfen. Genau. So, du, dafür kannst du hier hoffentlich deinen Todesstoß. Und dann wäre schon lass mal der... Lass mich die Pfeife blasen. Ich bin musikalisch. Was? Wie? Hä? Na kommt schon, ihr Biester. Wie? Könnte ich dir jetzt... Könnte ich dir jetzt locken, oder was? Oder kommen da jetzt noch mehr? Wissen wir jetzt nicht, genau. So, wie sieht's jetzt hier aus? Da geht ja gar nichts. Der kann... Da ist ja wie... oh Gott, das ist ja schlimm. Da geht ja wirklich go und nix. Aber so schlecht schlagen sie ja gar nicht zu. So, der müsste eigentlich den vergiften. Das wäre auch nicht so schlecht. So, was mache ich? Was mache ich? Versuche mal, den zu verzaubern. Danke. Dann kommen die angerammelt. Du sollst... Ach so. Naja. So, hier versuche ich nochmal drauf zu
bersten, dann wird er auch Geschichte. Tja, das ist hier blöd. Tja, genau. Ja, das ist blöd hier, was ich gemacht habe. Mehr als blöd. So. Ach komm, war 90. Dann versuchen wir halt den zu verzaubern. Was soll's. Aber hat wieder nicht geklappt. Was machst denn du? Was macht denn der? Was kann denn der noch? Viel nett, ne? Der hat mal nicht schlecht reingehauen. So, du siehst ja übel aus. Der kann fast gar nichts, ne? Schade. Schade, schade, schade. Irgendwie werden sie immer schlechter. Hat man so das Gefühl, ne? Eigentlich wollte ich an dem mein Gift nicht verbraten. So, dann versuch du... Warte mal. Der ist doch... Wie viel Chance habe ich denn? 19. Ist sehr wenig. Wie viel Chance habe ich bei euch? 55 ist annehmbar. Ach so, der mag meinen Gatwin nicht. Verstehe ich. Kannst du? Balzen? Nee, kannst du nicht. Und wenn du hier hingehst, kannst du dann balzen? Ja. Danke. Auch wenn der Zwerg... Zwerg bräuchte eigentlich auch was, ne? Aber haben wir jetzt im Moment nichts. Macht er. So, dann wollen wir erstmal den ins Grab schicken. Dann müssen wir uns um den da hinten kümmern. Ne? Sag mal, kommen die jetzt unendlich da hinten? Wahrscheinlich, ne? Finde. So, was kann ich noch? Sind es dann wieder 5000 Kämpfe, oder? Wartet mal. Wartet mal. Kann ich hier? Ah, die sind noch ein bisschen weit hinten, ne? Naja, so schlecht war es gar nicht. Ach so, gerade den. Nee, so schlecht war es gar nicht. Hat gerade den erwischt, den wir brauchen. Habe ich nicht mehr dran gedacht. Ich sag's ehrlich. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe nicht mehr dran gedacht. So, ehe du dann das Zeitliche segnest, bring nochmal unseren Zwergen auf Vordermann. So, hier, bitteschön. Zack. Und dann hoffe ich doch... Ja, gegen den ist echt kein Kraut gewachsen. Auch nicht so schön. Dann versuch nochmal deine Verzauberung, denn die kommt meist immer recht gut, wenn sie kommt. Gut ausgewichen, mein Freund. Gut ausgewichen. Mach gleich nochmal unseren Meisterzwerg. Lass das, ich brauche
das nicht. Ja, ja, das wissen wir schon, dass du das alles nicht brauchst. Wir machen es trotzdem. Ich müsste den eigentlich vergiften, ne? Das mache ich jetzt. Mir egal. So, was haben wir denn? Nehmen wir mal das. Du kannst dein Tod... Nee, kannst nicht. Ja, du kannst schon, aber... Ist doch sehr... So, ich möchte... Oh, das ist ja blöd. Gut. Gut, gut. Ja, so viel hat er gar nicht mehr. Wenn er... Der hat sich schon den richtigen hier ausgesucht. Der kann wenigstens ausweichen hier, ne? So, du gehst mal hier hin. Mal schauen, was du so kannst. Gar nichts. Auch nicht schlecht. Lässt dich wahrscheinlich nur treffen dann, ne? Zack, da liegt der. So, und jetzt, mein Freund. Ah, schade. Das habe ich gewusst. Ich hätte erstmal einen normalen Schlag, damit das Gift wirkt. Dich lasse ich mal da. Tja... Da schieße ich mal. Aber 65 ist ihm nicht genug. Ist ihm nicht genug. Ja, viel geht doch nicht, ne? Zack! Oh, der hat nicht mehr viel. Noch einen guten Heiltrank einwerfen. Will ich aber nicht. Eigentlich kann jetzt unser Meister hier wieder... Unser Meister kann eigentlich wieder... Ah, dann machen wir nochmal. Ah, könnten ja wenigstens... So, gehen wir hier vor. Zack. Und... unser Meister. Meister, Meister, Meister. Jo, ich würde ja gern den hier... Warte mal, ich gehe mal ein bisschen rauf. Vielleicht erhöht sich dadurch unsere Trefferchance. Ah, trotzdem. 90%. Bei 90%, da muss doch was funktionieren hier. So, du kennst deine Aufgabe. Also ich hoffe wirklich, dass jetzt nur noch drei weitere Kämpfe kommen. Das wäre blöd. Ja, du kannst natürlich auch nichts. Ist mir klar. Da sind hier zwei Trottel am Werk. Obwohl... Ich denke beinahe, wenn zwei hier sind, ist alles schön und gut. Oh. So. Die kann immer mit ein bisschen... Ah, warum schafften die das denn? 90% ist 90%. 90%, oder? Was sagt denn ihr? Da Quatsch. Nehmen wir mal den hier noch. Können wir da eins? Ja. Hallo? Ne, können wir nicht. Den könnten wir so kurz... Dann... Warte, warte. Dann gehen wir hier hin. Da kannst aber, ne? Gut. Gut. Super. Sag ich mal. Supi. So, nee. Aha, da haben wir den. So, du kannst noch, ne? Wäre auch schön, wenn du mal treffen würdest, aber interessiert dich ja gar nicht. Ja, dich kann ich jetzt abschreiben. Klappt super. Wartet mal, damit Takate damit her kann.
Tücker T, mein Freund. Versuch's mal von hier. Vielleicht geht's schon. Ja, geht schon. Jetzt aber. Jetzt wird er zu Brei gehauen. Zu Klump. Und er hat keine Chance. Wir müssen schon wieder raus. Wir müssen schon wieder... Hoffentlich geht's.